Hallo Jungs und Mädels. Heute sind wir mal mit unserem kleinen Bike halt mal hinten zu Netto gegangen, bei uns in der Nähe. Und dann haben wir uns hier hinten was ausgedacht. Da fahren wir hier los. Hier durch. Ohne das zu berühren. Der dann hier lang. Hier etwas rumhüpfen. Hier durch. Dann müssen wir hier lang den Ball von da vorne aus den Köpfen in den Korb werfen. Dann hier vorne mit dem Vorderrad hier drauf und so weit wie möglich rollen. Oh, das klingt ja ganz schön kompliziert, du. Was für Ball müssen wir werfen? Wo ist der? Ah, da vorne im Einkaufskorb. Ist eigentlich kein Einkaufskorb. Gut. Passt gut. Na dann, wer fängt an? Der Emil, würde ich sagen, oder? Ja, und dann du. Okay. Emil versus Papa. Da müssen wir uns einen Preis ausdenken. Aber gucken wir mal. Ob das Fahrrad unser Preis ist, können wir das tun. Super sauber durchgefahren, ohne berühren. Gut. Jetzt machst du mal. Nicht berührt. Super. Mist. Emil, das ist eine zweite Runde? Ja. Okay, dann Feuer. Los geht's. Gut, leicht berührt. Lass mal durchgehen. Einfach weiterfahren. Super. Den Slalom hat der Papa besser drauf. Der Emil besser drauf als der Papa. Und Zielwurf. Ah, schade. Weiterfahren. Ah ja, fast eine ganze Platte. Wuhu! Aber die erste ganze Runde super mit zwei kleinen Minuspunkten. Okay. Bist du bereit? Jawohl, Papa Runde 3. Also los geht's. Zwei Minuspunkte geht's zu unterbieten. Gucken, ob ich das überhaupt hinkriege. Ja, gib Gas. Achter Minuspunkt für den Papa. Wo ist das? Ja, hast du es geschafft? Start. Also hier müssen wir noch mal kurz was gerade rücken. So. Ich bin bereit. Dann. Los geht's. Zeig uns, was du kannst. Mit Vollspeed da durch und ohne zu berühren. Jawohl. Ah! Oh, du darfst du nochmal, das geht nicht. So, na dann noch einmal. Los geht's! Feuer! Oh, ganz leicht. Jawohl. Ah, zweiter Minuspunkt, egal, weiter. Ich glaube, du musst. Ich finde das ganz schön wackelig, wenn man den Ball hier werfen muss. Okay. Der Emil, da haben wir uns eine ganz schöne Challenge ausgedacht, du. Ja. Sieht wesentlich einfacher aus, als es ist. Ja. Damit bitte beiseite. Okay. Mann, Mann, Mann. Du bist aber kein Motorrad. Sauer durchgekommen. Da muss ich mal hoch. Ah! Huch, geht da rum. Was ist da umkippen? Ich hab einen berührt, aber er ist stehen geblieben. Ha! Ein Ball. Mist. Du musst einfach
wenn du das Motorrad hochgehoben hast? Ja. Drückst du es dann wieder runter auf den Wagen. Ich glaube, aber anstrengend ist das trotzdem. Genau, bis jetzt haben wir immer noch jeder 2 Minuspunkte, glaube ich. Ja. Na dann. Oh, sauber durch. Egal. Emil, voll der Slalommeister. Das sieht so einfach aus mit dem Slalom, Jungs und Mädels. Das ist aber wesentlich schwieriger, als ihr denkt. Ah, leider daneben. Egal. Schwung holen. Huch! Das gibt einen Extrapunkt für den Trick. Der Emil ist drüber gefahren. Der Slalom ist am schwersten. Der Slalom ist echt am schwersten. Das sieht das so einfach aus? Ja, nein! Rausgehüpft! Das ist jetzt unser Punktestand. Ja. Hier waren wir beide und hier war Papa und hier war auch noch Papa. Da hat der Papa den Ball daneben gehauen. Ja. Kam wieder raus. Jawohl! Auch hier. Na dann. Super, fehlerfrei. Jawohl. Mit lockerem Brett bis hochgefahren. Ey, wir ist einfach nur spitze. Und super, das ist Slalom. Und der Ball, will der Ball jetzt oder will der Ball nicht? Der Ball ist drinne, glaube ich. Das ist ja cool. Guckt euch das an, Jungs und Mädels. Der Evi hat den Ball erst dahinter geworfen und der ist trotzdem noch reingesprungen. Hab schon gesehen. Das war das Beste. Hier drauf und dann hier rein. Das heißt aber, der Emil hat gerade eine Runde ohne Minuspunkte gemacht. Super. Und wie weit sind wir gerollt? Bis zu unserem gemeinsamen Strich. Aber das heißt trotzdem, der Emil ist im Gesamtergebnis erstmal besser.